Mit der Stimulusbombe aus Peking ist ein neues Element in den Markt gekommen, das wahrscheinlich Einfluss haben wird, einen ziemlich starken Einfluss haben wird auf die Kapitalflüsse in dieser Welt. Und so stellt sich die Frage, ob nicht vielleicht der DAX jetzt die bessere Wahl ist im Vergleich zu den US-Aktienmärkten, vor allem zu den sehr, sehr teuren US-Tech-Aktien, die ja gelaufen sind wie Schmidts Katze. Jetzt aber kommt mit diesem Stimulus plötzlich der Fokus auf chinesische Aktien. Das wird bedeuten, dass wohl auch einige US-Investoren rausgehen aus diesen sehr gut gefüllten Lagern der US-Tech-Aktien und wahrscheinlich jetzt sagen, oh, ich darf diese Rallye in China nicht verpassen. Und wenn wir uns mal die Börsengeschichte anschauen, dann sehen wir, dass der DAX eigentlich mit den chinesischen Aktienmärkten enger gekoppelt ist als eigentlich die Wall Street. Das könnte eine interessante Situation werden. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren, und wir sehen wieder mal eine Rallye von Xi Jinpings Gnaden, der fürchtete, dass die Dinge wegbrechen, dass dieser Gesellschaftsvertrag nicht mehr funktioniert. Wir machen euch reich oder wohlhabend, ihr haltet die Klappe. Wenn jetzt aber nichts mit wohlhabend und nichts mit reich, weil Immobilienpreise fallen, die Leute daher weniger konsumieren, weil das sozusagen ihr Vermögensspeicher ist, dann wird es schwierig. Und so sehen wir Titel wie bei Bloomberg, China's Everything Rally. Alles geht nach oben, der Hang Seng wieder über 3% im Plus. Es geht also weiter nach oben. Und gestern war ja das Signal, das David Tepper gegeben hat, ganz oder alles, was an der Wall Street irgendwie Rang und Namen hat, spricht darüber derzeit, der gesagt hat, ich kaufe alles in China, China Everything Rally, lose und bloße da rein. Denn das ist der Whatever It Takes Moment, der Draghi Moment gewisserweise. Und ich hatte gestern schon gezeigt, Marco Papic sagte, das dürfte eben zu diesen Kapitalabflüssen führen. Außer Tech-Aktien rechts oben sehen wir, dass da natürlich vielleicht auch mal die Lücke sich ein bisschen schließen wird. Und wir sehen, dass FOMO voll in ist, also Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Wir sehen, dass zum Beispiel in Shanghai der Markt kurzfristig nicht mehr funktioniert hat, schlichtweg, weil das Volumen so hoch ist. Wir haben beim Hang Seng jetzt etwa heute Nacht das höchste Handelsvolumen seit Ende Juli 2021 gesehen. Wie gesagt, teilweise kommen die Börsen gar nicht mehr nach vor FOMO. Und hier sehen wir auch nochmal rein vom Price-Earnings-Ratio, also wie praktisch die Dinge, wie teuer sind die Dinge. Dann sehen wir, dann sind die chinesischen Märkte fast auf Allzeittief in Relation zum US-Aktienmarkt viel, viel günstiger bewertet. Problem ist, kriege ich die Aktien direkt, also bin ich wirklich auch Anteilseigner, oder läuft das über eine ADR, also praktisch über eine Briefkistenfirma, an der ich dann Anteile habe? Das ist wahrscheinlich das entscheidende Thema. Und insgesamt übergeordnet, wer 1993 in chinesische Aktien investiert hat, der hat kein Geld verdient in der Summe. Anders jetzt gerade vor allem zuletzt mit Indien, wo es ja sehr deutlich nach oben geht mit der Wirtschaft, Bevölkerungswachstum, während China schrumpft. Aber schauen wir nochmal auf den Vergleich zwischen dem, was Tech-Aktien in China jetzt gebracht haben. Diese haben sich besser entwickelt als der S&P 500 seit der Jahresbeginn. Also da sehen wir, das hat sich schon durchaus gelohnt, in diese Tech-Giganten zu investieren. Und allein in der letzten Woche China und Hongkong insgesamt in der abgelaufenen Woche 1,3 Billionen an Marktkapitalisierung gewonnen. Die Indizes auf dem besten Wege oder haben jetzt die beste Woche seit 2008 absolviert. Der Hang Seng ist sogar die beste Woche seit 1998. Also wir sehen, da passiert schon Börsengeschichte. Und dieses wir kaufen alles in Sachen China führt auch dazu, dass zum Beispiel die Frachtraten wieder deutlich steigen, Containerfrachtraten. Die waren nach vorherigem Anstieg ja wieder kontinuierlich nach unten gekommen. Jetzt geht es plötzlich wieder nach oben. Wir sehen weiter Commodity Futures nach oben, Iron Ore, also Eisenerz und all diese Dinge. Also Reflationierung ist das große Thema, und dass dieser Stimulus möglicherweise zwingend erforderlich war, weil die Wirtschaft komplett absäuft. Das haben die heute Nacht veröffentlichten Industrieprofite gezeigt, die 17,8% gefallen sind im Vergleich zum Vorjahresmonat. Also das war offenkundig jetzt auch eine Reaktion der Führung in Peking, bevor die ganze Geschichte komplett gegen die Wand fährt, so könnte man sagen. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, was bedeutet das für den DAX? Hier zeigt Holger Čepić, dass normalerweise
hier DAX und China-Aktien durchaus relativ gut gekoppelt sind miteinander, eine gewisse Parallele haben, und wir sehen, der DAX hat sich besser entwickelt natürlich in letzter Zeit als die chinesischen Aktienmärkte. Allerdings ist es ja auch nicht so super gut bestellt um die Wirtschaft hier in Deutschland, aber Schwamm drüber. Man hofft vielleicht jetzt, dass eben dieser Impuls dann auch wieder deutschen Firmen hilft, den großen deutschen DAX-Konzernen hilft. Und siehe da, schauen wir uns mal den Vergleich zwischen DAX und S&P 500 an. Dann sehen wir, es geht jetzt seit ein paar Tagen beim DAX besser als beim US-Leitindex, und das könnte ein neuer Trend sein, obwohl die Krisenzeichen aus der Wirtschaft in Deutschland überhaupt nicht abreißen. Hier sehen wir mal Beschäftigungsbarometer vom IFO-Index wieder gefallen. Strukturelle Probleme der deutschen Wirtschaft hinterlassen nach und nach Spuren auf dem Arbeitsmarkt, und das Ganze könnte, wenn größere Entlassungen beginnen, etwa in der Autoindustrie, natürlich sich noch weiter fortsetzen. Und das Thema ist, oder diese Probleme sind sicherlich nicht nur eine Schuld der Grünen, aber sie haben auch einen Anteil daran. Hier eine sehr schöne Analyse, die sagt, die Grünen sind eine Luxuspartei. Man kann sie sich leisten, solange die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, also die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen, die Lage stabil ist. Das war noch 2021 zu beobachten, als vor allem bürgerlich denkende Menschen die Grünen gewählt haben, als moralische Abbitte für ihren nächsten Urlaubsflug oder den noch nicht abbezahlten SUV. Ist ja übrigens auffällig, dass solche Leute wie Luise Neubauer, die ständig von Klimakrise sprechen, so viel fliegen wie kaum jemand sonst. Also auf jeden Fall eine schlechtere CO2-Bilanz haben, etwa als ich, der ich meistens im Homeoffice bin. Also vielleicht mal drüber nachdenken, an irgendwelche Leute beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der ARD etwa, die immer sagen, oh, Klima, 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 und dann Urlaubsbilder zeigen, hier dahin geflogen, dahin geflogen. Also Leute, das ist natürlich das Problem. Aber jetzt haben wir eben andere Zeiten. Jetzt erleben wir Firmenpleiten, Arbeitsplatzverluste, Investitionszusagen werden zurückgesetzt, Mittelstand ächzt. Das ist nicht allein Schuld der Grünen, aber es ist jene Partei, die aus den vielen Krisensymptomen der jungen Vergangenheit am seltensten den Auftrag zu einem Kurswandel abgeleitet hat. Also man ändert nichts, man spricht nur davon, ja, wir müssen unsere Politik besser erklären. Nein, müsst ihr nicht, wir haben schon verstanden, wie eure Politik ist, aber jetzt ist Wirtschaft das Thema. Denn wir können uns das Ganze nicht mehr leisten, vor allem diesen Wahnsinn nicht mehr leisten. Hier sagte nach der Brandenburg-Wahl eine von DIMAP durchgeführte Umfrage, dass die Grünen nach Ansicht von 71% der Leute sich zu wenig um Wirtschaft und Arbeitsplätze kümmern. That's exactly the point, und das im Rahmen einer ideologisch motivierten Agenda. Die sagt, ja, wir müssen ja noch viel mehr Energiewende machen als bisher. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen jetzt eigentlich damit aufhören. Wir haben genug Windräder, wir haben genug Solaranlagen. Alleine was jetzt genehmigt wird in den nächsten Monaten, übersteigt komplett das, was wir überhaupt brauchen. Denn was nützen uns 5 Millionen, 10 Millionen Solaranlagen auf Dächern? Wenn die Sonne nicht scheint, dann bringt uns das nichts. Und wenn die Sonne scheint, dann haben wir zu viel davon, dann haben wir zu viel Strom, dann müssen wir diesen Strom zu Negativpreisen ins Ausland abtransportieren. Also völlig irre. Und so sagt hier Thomas Sowell Quotes, dieser Twitter-Account, das Problem der politischen Linken ist, dass sie die, wenn sie feststellen, dass die reale Welt nicht ihren Vorstellungen entspricht, eben davon ausgehen, dass die reale Welt verkehrt ist und nicht ihre Vorstellungen. Genau das ist aus meiner Sicht genau das richtige oder die richtige Beschreibung des Problems. Und dementsprechend ist eben nicht zu erwarten, dass jetzt umgesteuert wird, weil eben das Mindset sagt, unsere Ideologie ist richtig, dann ist die Realität falsch statt unsere Ideologie falsch, und wir anerkennen die Realität. Die Realität anerkannt haben immer mehr Fondsmanager zum Beispiel, denn das ist die normative Kraft des Faktischen. Steigende Kurse haben Effekte. Hier sehen wir das Nvidia jetzt und Apple, die größten Positionen in den Portfolios der Investoren sind, laut Wanda Research. So ist jetzt Nvidia mit 10, irgendwas Prozent vor Apple. Das sind also die größten Positionen. Dann kommt ein S&P ETF und dann Tesla und dann ein Nasdaq ETF, dann Meta, dann Amazon und so weiter. Also Nvidia hat es jetzt in die Portfolios endgültig reingeschafft, noch vor Apple. Und hier sehen wir Nvidia. Gestern hatten wir ja diese Micron Rally zunächst, aber dann eben so eine
schwarze Kerze, die wir am Schluss gesehen haben bei den Semiconductors, also den Halbleiterwerten. Der Nasdaq, ich hatte es gestern schon gezeigt, hat fast dieses Gap zugemacht bei 20.398. Und hier sehen wir, ja, wir haben einen Auftrieb derzeit Nasdaq in Relation zum S&P 500. Meistens kein so schlechtes Zeichen für Aktienmärkte, wenn eben Tech besser läuft als der S&P 500. Mal sehen, ob sich das eben halten kann. Wir sind schon sehr greedy unterwegs. Also die Gier ist sehr, sehr groß mit 72. Das ist der höchste Stand seit März diesen Jahres, seit dem 13. März genauer gesagt. Aber diese Gier wurde dann gestern eben ein bisschen eingezügelt durch die Untersuchung des US-Justizministeriums in Supermicrocomputer. Und man muss ja wissen, Nvidia und Supermicro hängen sehr eng zusammen, sind in einem sehr engen Verhältnis. Jensen Huang von Nvidia und der Chef von Supermicro sind ganz, ganz dicke Freunde. Und wenn jetzt Probleme mit Bilanzfälschung bei Supermicro ist, dann ist der Rückschluss vielleicht gar nicht so verkehrt, dass da vielleicht auch bei Nvidia was nicht stimmen könnte. However, wir haben heute 14:30 wichtige Daten, PCE, Verbraucherpreise, die sind natürlich schon ein bisschen alt aus dem August, jetzt haben wir fast schon Oktober. However, die Märkte werden darauf achten, Erwartung 0,2% zum Vormonat und 2,7% zum Vorjahresmonat. Ich habe unten mal hier versucht darzustellen, wie ist jetzt die Entwicklung in den letzten Monaten gewesen. Wir waren Mai waren wir praktisch unverändert, dann 0,1, dann 0,2. Also wir sind aus diesem Abwärtstrend raus. Mal sehen, wie heute die Zahlen reinkommen. Meistens wenig Abweichung bei den PCE-Daten. Dennoch reinschauen 14:30, meine Damen und Herren, bei finanzmarktwelt.de. Aber die Anleihemärkte senden eine Botschaft. Und diese Botschaft heißt, wir erwarten Reflation. Also ein Wiederanstieg der Inflation. Denn wir sehen derzeit einen sogenannten Bear-Stipener, wie das heißt. Wir sehen also, dass die länger laufenden US-Anleiherenditen stärker steigen als die kürzer laufenden. Bedeutet, dass der Markt mittel- bis langfristig eine höhere Inflation erwartet. Und das erklärt, warum die Renditen steigen, statt zu fallen, nachdem die Fed ja diesen 0,5er-Schritt gemacht hat, nach unten bei den Zinsen. Und die Märkte eigentlich eher davon ausgehen, dass es am 7. November nochmal 0,5 nach unten gehen wird. Helfen in Sachen Inflation, trotz Anstieg der sonstigen Rohstoffpreise, könnte Öl. Und die hat ja gestern Saudi-Arabien Seltsames getan. 3% ging es für Öl nach unten, weil praktisch Saudi-Arabien gesagt hat, naja, wir werden mehr Öl produzieren oder mehr fördern und werden uns von diesem 100-Dollar-Ziel mal verabschieden. Und warum macht Saudi-Arabien das? Aus meiner Sicht passiert das, weil man letztendlich andere aus dem Markt drängen will. Die Saudis können sich das leisten, die fördern so günstig. Andere brauchen höhere Ölpreise. Jetzt machen die Druck, die Saudis, und versuchen jetzt ein bisschen Stress bei den anderen hervorzurufen, aber das ist ein deflationärer Faktor, sollte diese ganze Geschichte weitergehen. Interessantes gibt es auch aus Japan zu berichten, wo der Yen deutlich nachlässt, nachdem diese Dame hier, nämlich Frau Takaichi, jetzt der Favoritin ist auf den Posten des Ministerpräsidenten, nachdem Kishida ja schon seinen Abschied angekündigt hat. Und Frau Takaichi ist jemand, der dir sagt, hey, warum sollten wir die Zinsen anheben? Das ist doch schwachsinnig. Wir haben doch viele Vorteile durch den schwachen Yen. Naja, man importiert natürlich Inflation. Aber however, das sorgt dafür, dass Dollar-Yen heute deutlich nach oben geht. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Die erste, China-Aktie mit Rallye. China hat heute Nacht wieder mal einen Zinssatz gesenkt und Mindestreservesätze, also das, was hinterlegt werden muss, wenn man Kredite vergibt. Aber noch fast noch interessanter als dieser Artikel, wenn er denn jetzt kommt, ist dieser Artikel, nämlich Börsencrash, Kryptocrash, Goldcrash drohen. Ein Experte warnt und sagt, Leute, da wird nichts verschont, wenn mal plötzlich bestimmte Narrative nicht mehr funktionieren. Was dieser Mann meint und warum er das sagt, erfahren Sie in diesem zweiten Artikel. Gerne weiterempfehlen über diese Social Media Button. Jetzt sage ich Servus, ciao.